es riecht auch wie Hundefutter. Herzlich willkommen zu einem neuen Food News Test. Und diesmal nehme ich euch mal mit zum Einkaufen. Man seht ja auch direkt, wo ich was gekauft habe. Ihr könnt mir sagen, ob ihr das so ganz gut findet, ein bisschen abwechslungsreicher, oder ob ihr wieder einfach nur den Test sehen wollt. Das ist auch in Ordnung. Aber dann habt ihr diesmal ein bisschen Abwechslung. Genau, sagt mir gerne Bescheid. Und jetzt mache ich mich mal auf in die Supermärkte. Und ich bin super. Also, ich weiß schon ein paar Sachen, die ich kaufen möchte. Aber ich bin auch mal gespannt, was vielleicht finde ich noch was. So, mein Lieblingsspot für Food News ist eigentlich der Hit. Das ist hier der an der Mohrenstraße. Das ist hier die Mall of Berlin. Für uns gibt voll viele Sachen von Nestle neu, aber nein, das supporte ich nicht mehr. Ja, und tatsächlich habe ich nichts gefunden dort, was neu ist. Ja, nur die Nestle-Sachen, aber ja. Und ja, so ist es eben bei meinen Food News-Türen. Bin ich erstmal irgendwie 10 Stunden lang durch verschiedene Supermärkte unterwegs. Und jetzt gehe ich nochmal in die Mall. Da sind dann noch ein Edeka und ein Aldi. Vielleicht habe ich da. Und weiter geht es zu Aldi. Wenigstens habe ich ja schon mal ein bisschen was, bin ich schon mal glücklich. Okay, Aldi hat eben eine riesen, also die bauen ja gerade diese Veggie-Marke aus. Jetzt wäre die Frage, also ich teste jetzt mal die Fischstäbchen. Was davon soll ich noch mal testen? Also hier haben Frikadellen, Falafel, Würstchen, Wonder Burger kenne ich ja schon, Knusperstäbchen, also ja, was interessiert euch? Und der Proteinriegel ist zwar nicht neu, aber ich brauche noch einen To-Go-Snack und habe ich mir den noch geholt. Und der ist echt lecker, also den kann ich euch auch empfehlen. Mit dem habe ich dann erstmal genaschiert und jetzt ging es ab nach Hause. Back home, aber ich bin schon länger wieder zu Hause. Ich habe erstmal noch eine Kleinigkeit gegessen und mich umgezogen. Ich bin auch jemand, der sich gefühlt so 10-mal am Tag umzieht und jetzt war ich gerade noch in der Masterarbeit. Jetzt gerade erst ein bisschen müde, aber es ist auch 11 Uhr. Von daher, ja. Ich freue mich aber jetzt auf den Food-Test mit euch. Und here we go first. Ich mache jetzt erstmal Snacks als erstes. Also haben wir jetzt von Seeberger Hafer-to-go-Riegel von DM. Die gibt es jetzt in den Aufstellern neu. Ich habe die noch nirgends anders gesehen. Viele von euch meinten, die gibt es schon länger. Ich habe die noch nirgends gesehen. Ich fand die ein bisschen teuer mit irgendwie 1,99. Ich habe jetzt weiße Schokolade und Erdbeere mal im Versuch. So ein bisschen wie diese Flapjacks, also mit Haferflockenbasis, Glukosesirup, Sonnenblumenöl und ganz vielen anderen Dingen. Sieht auch aus wie so ein Flapjack. Da hat einer 50 Gramm und auch so um die 200 Kalorien. Sieht irgendwie ganz lecker aus. Ist ein bisschen wie ein großes Corny. Ja, so eine Mischung aus Corny und Flapjack, weil es schon noch ein bisschen fluffiger ist. Also es sind jetzt nicht so dieses krasse Hafer-Hafer, weil auch so gepuffte Haferstückchen drin sind und Puffreismäßig. Erdbeere ist nur so ein leichter Geschmack und weiße Schokolade ist, glaube ich, auch das Einzige. Ihr kennt mich ja, ich als Schokoladenfreund. Das ist, glaube ich, das Einzige, sind so die Streifen dieser Schokolade. Aber auch in Ordnung. Ist ganz lecker. Ist jetzt aber auch nicht super special. Vielleicht sind die anderen Sorten ein bisschen geiler, mit Schoko vielleicht. Dem würde ich 6,5 von 10 Punkten geben. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Hier sind auch eben diese gepufften Sachen drin. Dadurch ist der auch eher so fluffig und nicht ganz so heftig wie so ein Flapjack. Ja. Dann aber mal sehr gespannt auf den Yippie-Riegel. Ich wusste nicht mal, dass es da einen neuen gibt. Obwohl, oh, es sieht eklig aus.
Das war mein erster Gedanke, als ich den geholt habe, dachte ich mir, okay, Lime Tart. Also es klingt ein bisschen geiler, als wie er vielleicht aussieht. Ich weiß nicht, warum ich finde, dass er eklig aussieht, aber ich finde grün, ich weiß nicht. Nee. Ich glaube, ich weiß, warum ich gesagt habe, dass es eklig aussieht, weil es halt wirklich ein bisschen eklig aussieht, ne? Sondern grüne Schleimpaste. Ja. Ist besser als erwartet. Wenn ich den jetzt vielleicht nochmal gekühlt hätte, nicht schlecht. Also das ist wie, das sind diese typischen, außen als eine festere Schokolade, dann innen drin so Puffy-Gebimsel und dann halt diese Proteinschicht. Also ist mal ganz lecker, doch, kann man auf jeden Fall machen. Vor allem, ich liebe es halt, wenn diese Schokoschicht immer dick ist und das ist sie auf jeden Fall hier. Und es ist eine leckere weiße Schokolade. Ist halt wirklich mal was ganz anderes. Also weil es gibt nicht so viele Riegel mit einem richtig guten Lime- oder Zitronengeschmack. Ja, würde ich 8 von 10 Punkten geben, ja. Ja, hier seht ihr, da ist so diese grüne Schicht. Und sieht nicht so geil aus, aber schmeckt auf jeden Fall. Machen wir weiter mit einem herzhaften Snack. Da dreht sich jetzt der Magen von euch wahrscheinlich wieder um. Voll viele von euch mögen ja diese Insektensachen nicht, ne? Ich feiere es ja. Ich liebe Insektensachen. Ich mir, glaube ich, vor 2 Jahren zu Weihnachten Insekten zum Snacken gewünscht habe. So ein bisschen normale Kinder wünschen sich halt, oder gut, ich war kein Kind mehr, aber normale Leute wünschen sich, keine Ahnung, ein iPhone oder so. Mama, ich hätte gerne die Insekten und die Mehlwürmer. Ja, weil das ist sau teuer. Deswegen bin ich jetzt auch mal sehr, sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, ob es die auch irgendwo anders gibt oder nur in Berlin. Das drinne ist ja auch nicht mal die Hauptzutaten, sind ja auch nicht Wurmmehl. Das ist erst die dritte Zutat. Gelbes Erbsenmehl, Reismehl, Buffalo-Wurm-Mehl, genau, hat dafür aber 19 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Und es sieht gerade aus wie Hundefutter. Es riecht auch wie Hundefutter. Das ist sowas, wo ich mich nicht entscheiden kann, ob ich es geil finde oder nicht so geil. Aber es hat was. Schmeckt schon wie Hundefutter, so ein bisschen. Man schmeckt das Paprika leider ein bisschen zu wenig raus. Aber irgendwie finde ich den Geschmack geil. Das kann man mal testen. Ich weiß nicht, ob ich es mir nochmal holen würde. Ich dafür 2,29, ich würde es mir jetzt nicht nochmal holen. Aber ich finde es mal super interessant, sowas zu probieren. Und ich würde, glaube ich, auch nochmal die anderen Sorten testen, wenn ihr Bock da drauf habt. Würdet ihr sowas essen? Comments below. Ich gebe dem Ganzen trotzdem, weil es schon interessant ist und ich solche Lebensmittel irgendwie feiere, gebe ich dem 7 von 10 Punkte, ja. Ja, also hier we have the Hundefutter. Sieht halt schon echt nicht so einladend aus. Aber ich bin mal gespannt, was ich sage, wenn ich den Bag aufgefuttert habe. Machen wir mal weiter mit normalen herzhaften Snacks. Und zwar von Pure. Das sind Dinkelcracker. Ohne Zuckerzusatz, 100% natürliche Zutaten. Tomate, Basilikum. Ich kenne auch die Marke gar nicht, muss ich sagen. Das ist so rum vielleicht für euch. Da sind 8 Stück drin, die haben 139 Kalorien, ein so ein Päckchen. Ah ja, das sind so Cracker, also ohne, dass die Ecke abgebrochen ist. Ich bin halt eher der süßes Fan, ne? Ich esse halt super selten Cracker. Ich wollte deswegen auch mal wieder welche kaufen, weil ich dachte, vielleicht finde ich ja wieder was, was mir super gut schmeckt. Ich finde es irgendwie ein bisschen langweilig. Ich fand Cracker schon immer langweilig. Da fehlt ein bisschen Bums. Da ist so, das ist so wie so ein Stück Papier. Und auch bei denen fehlt Bums. Also ich finde, schmeckt auch nicht wirklich nach Tomate Basilikum. Ich finde, es schmeckt gar nicht intensiv. Schmeckt gesund. 6 von 10 Punkten. Ja. Ja, also ist halt nichts Besonderes, ne? Wahrscheinlich wäre es nochmal geil mit irgendwie so einem Hummus oder sowas zum Dippen, was man halt eigentlich auch mit Crackern macht. Dann, ich hätte es fast vergessen gerade, obwohl der Fischgeruch in meiner Wohnung eigentlich nicht, ich hätte es vergessen können. Ich habe die natürlich nämlich schon gemacht, weil die muss ich ja nicht roh probieren. Vegane Fischstäbchen vom Aldi mit Sojaprotein in knuspriger Panade. So sehen die aus, also sehen wirklich aus wie echte Fischstäbchen. Da sind 190 Gramm und ey, die riechen wie echte Fischstäbchen, ne? Also, wie gesagt, meine ganze Bude riecht nach Fischstäbchen. Heftig.
Hätte ich nicht gewusst, dass das vegan ist. Das ist Fisch. Also jetzt ungelogen. Ich meine, klar, es ist auch in der Panade und alles, was paniert ist, schmeckt und gefühlt gleich. Also, aber nein, das schmeckt wie Fisch. Auch die Konsistenz in, das ist wie Fischstäbchen. 10 von 10 Punkten. Das ist ein, ey, wie sowas faken können. Heftig, also wirklich. Das, ja. Ja, wenn meine Kamera jetzt scharf stellen würde, würdet ihr auch sehen, wie original es einfach aussieht wie Fischstäbchen. Also es ist schon echt krass. Kommt mal wieder was zum Süßen. Und zwar gibt es ja bei DM noch ganz viele leckere Osternaschis. Und da habe ich jetzt hier mal die Bio-Cashew-Nüsse geröstet und dragiert mit weißer Schokolade, mit Joghurt und Kokosraspeln verfeinert genommen. Ich habe 100 Gramm genommen. So richtig geile, fette Cashews. Ich finde, die sehen aber ein bisschen aus wie so ein Embryo. Geil. Und zwar, weil eigentlich klingen die gar nicht so special. Und sie schmecken gar nicht so krass nach Kokos, muss ich auch zur Verteidigung sagen. Aber das ist das erste Mal, dass ich so Nüsse schokoliert esse. Und die Schokolade ist weich außen drum. Ich finde, manchmal ist die Schokolade so fest, dass man die Schoki gar nicht schmeckt, weil das irgendwie so fest ist. Also wisst ihr, was ich meine? Und hier schmeckt die so intensiv, weil die so richtig, richtig geil cremig ist. Total leckere Joghurt-Schokolade da außen drum. Drin ist halt eine Cashew. Wow. Geil. Doch, könnt ihr euch holen. Kokos könnte ein bisschen mehr wirklich rauskommen. Aber trotzdem super, super fein. 8 von 10 Punkten. Also wirklich so eine geile Schokolade. Handwerklich hergestellt, das merkt man. Weiter geht's mit gesunder Schoki. Und zwar von Rossmann. Die Raw Chocolate in der Sorte Maulbeere und Acerola. Reich an Vitamin C. Nur mit Kokosblütennektar gesüßt. Vegan, glutenfrei, laktosefrei. Da sind 65 Gramm drin. Boah, die riecht richtig gut. Richtig intensiv nach Kakao. Das liebe ich halt bei diesen Schokis. Die ist unfassbar gut. Die ist richtig, richtig gut. Vor allem schmeckt die auch ziemlich süß, muss ich sagen. Obwohl die gerade 21 Gramm Zucker hat. Und ja auch wirklich nur natürlich gesüßt ist. Die ist unfassbar lecker. Die ist auch total cremig, nicht so fest und ja, die ist top. Die hat ja auch wirklich hat 5 Zutaten. Also die ist richtig healthy. Die würde ich mir sofort nochmal holen. Kann ich euch empfehlen. Ich würde der fast 10 von 10 Punkte geben. Ich mag es, die kriegt 10 von 10 Punkte. Also tippitopp, hat auch so kleine Stückchen hier mit drinne. Und ja, ist auch super hauchdünn. Das liebe ich, weil die dann echt so zart ist. Machen wir weiter mit ungesunder Schoki oder normaler Schoki. Und zwar hat Joko seine eigene Schoko rausgebracht. So voll geilen Sorten. Ich konnte mich kaum entscheiden. Ich habe jetzt die einfach mal genommen, die ich am excited, also am ausgefallensten fand. Und zwar habe ich Milchschokolade mit getrockneten Bananenstücken, Karamell und Keksstücken. Also das waren alles so Sorten, die wirklich mindestens eine Sache drin haben, die da nicht reingehört. 750 Gramm drin. Es ist Fairtrade. Geil. Ich liebe Joko, ey. Steht da einfach dick und fett Schokolade drauf. Ein kleines Kind. Also, man schmeckt alles, was auch draufsteht. Mich stört die Banane. Ich finde, Banane schmeckt manchmal irgendwie so ranzig, wenn sie in irgendwas drin ist. Hätte ich mich halt doch für eine andere Sorte, glaube ich, entschieden. Aber an sich ist es eine feine Schokolade. Also es ist eine gute Milchschokolade. Das muss ja auch schon immer mal gesagt werden. Und es ist sowas auch nicht so einfach zu machen. Es sind so kleine Stückchen drin, kleine Karamellstückchen. Mich würde echt noch mal eine andere Sorte interessieren. Aber die ist auf jeden Fall, ist sie lecker. Mich stört so ein bisschen diese Banane. Kriegt die doch 7 von 10 Punkten, weil es mal wirklich auch was Ausgefallenes ist. Ja, hier seht ihr, da sind so kleine Stückchen drin. Ich weiß nicht, ob es Karamell oder Biskuit ist, aber an sich ist die Schokolade irgendwie schon echt ziemlich geil gemacht. Doch. In einer Schokettenparty. Oh, ich war ja letztes Mal so begeistert von den neuen Schokettensorten. Überhaupt habt ihr jetzt schon mal irgendwas von den Sachen noch gefunden? Also manchmal kommen die auch erst danach, bevor ich es geguckt habe. Weil
ich war ja so begeistert. Und da gibt es auch noch eine vierte Sorte, kann ich gerne auch nochmal testen. Jetzt habe ich die Sorte Pistazie. Die Sache ist, die haben aber voll den Lindt-Sorten nachgemacht, weil Lindt hatte auch Kokos, Pistazie, auch sowas mit dunkler. Aber vielleicht ist auch dieses Jahr Pistazie einfach hart im Trend. Weil es ist ja immer so ein bisschen, was halt gerade im Trend ist. Dass ich jemals sagen würde, dass ich ein riesengroßer Schoketten-Fan werde. Auch wieder sehr lecker. Toppt nicht die Kokos, aber man schmeckt wirklich mal dieses Pistazie raus. Das hat man super selten, dass man in einer Schokolade ein gutes Pistazie rausschmeckt. Haben sie top gemacht. 8 von 10 Punkten. Ja, es sieht schon ein bisschen eklig aus mit dieser grünen Schicht. Aber es ist sehr lecker, die grüne Schicht. Also, ja, bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Zweite Sorte im Test von den Light and Free von Danone. Die hätte ich letztes Mal schon. Ich will unbedingt noch Kokos finden. Die gibt es ja noch in Heidelbeere und in Kokos. Und Pfirsich-Maracuja habe ich letztes Mal schon getestet. Jetzt habe ich Erdbeere. So, auch hier wieder Stückchens drin. Auch hier wieder sehr, sehr fein. Ja, auch wieder nicht zu künstlich. Nicht so süß. Also ich finde, die sind echt lecker. Die müssten die mal echt noch mal ein bisschen in einem großen Becher machen und dann sind die 1A. Aber dem würde ich auch wieder, wie letztes Mal, 8 von 10 Punkte geben. Kann man sich gut mal holen. Und wieder ganz, ganz geschmackvoll kleine Stückchen drin. Ich mag das ja. Last but not least, ich glaube, ihr habt es alle erwartet und ich auch. Es gibt den heißgeliebten Grießpudding in Schokoladensorte. Ihr wisst, das ist für mich, es ist der beste Grießpudding in Vanille. Jetzt bin ich gespannt, wie der in Schokolade schmeckt. Also das haben 30 Gramm Protein im Becher, das sind wieder 400 Gramm drin, 81 Kalorien. Riecht schon mal sehr, es riecht genau wie der Schokopudding von denen. Der ist auf jeden Fall auch schon mal fester als die anderen Grießpuddings, die ich jetzt vom Discounter hatte. Also hat so einen ganz leicht komischen Nachgeschmack, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es gerade die Fischstäbchen in der Luft sind. Also irgendwie hat so einen ganz kleines bisschen komischen Nachgeschmack. Ich mag einfach die Vanillesorte am meisten. Ich weiß nicht warum, aber mich hauen ja Sachen mit Schoko in Pudding eh nicht immer ganz so dolle um. Und der schmeckt für mich halt wie der Schokopudding. Also ich finde da jetzt nicht so den krassen Unterschied, nur dass da halt wieder ein bisschen Körnchen drin sind. Aber es ist auf jeden Fall lecker. Also könnt ihr auch mal probieren. Da würde mich echt mal interessieren, weil ich ja manchmal wirklich einen unfassbar komischen Geschmack habe. Was ihr dazu sagt, wie findet ihr den? Bitte, bitte hinterlasst mal gerne Kommentare. Und von mir bekommt der 7,5 Punkte, ja. Yes, also ist auf jeden Fall schon lecker. Kleinen Pickelchen noch mit drin. Das war's auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, obligatorisch könnt ihr jetzt den Daumen hoch geben. Ihr könnt mich abonnieren und ihr könnt mir noch eine Nachricht da lassen. Alles super gerne wünscht. Jetzt nochmal ganz kurz in Zusammenfassung, was ihr kaufen könnt. Den Yippie-Riegel. Boah, Haferriegel kann man machen, muss man nicht. Sowas von Joghurt-Cashews. Sowas von die beiden Schokoladen. Und das kann man, muss man aber nicht machen. Also wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nochmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt noch einen ganz, ganz schönen Tag. Und ja, ich freue mich immer über eure... Ich freue mich auch über Kritik, also wenn sie nett formuliert ist und sie mir hilft. Also weil ich bin ja froh, wenn ich irgendwie lernen kann daraus. Und deswegen gerne her mit der Kritik. Und ja, wünsche euch jetzt einen ganz, ganz schönen Tag. Fühlt euch ganz fest gedrückt und ich freue mich aufs nächste Mal. Voll vergessen, nachdem die Fischstäbchen hier rumliegen. Die Fischstäbchen müssen wir natürlich auch probieren.